Hallihallo, willkommen in meiner Werkstatt und heute habe ich hier eine Eckumlenkung und die ist von Geze. Und bei dieser Eckumlenkung ist das Stahlband hier gebrochen. So sieht sie von unten aus. Und hier ist sie fest. Ach, geht auseinander. Naja, jetzt haben wir sie. Und das muss jetzt dementsprechend erneuert werden. Das heißt also einmal abnieten und wieder annieten und dann ist das Ganze wieder in Ordnung. Das werde ich jetzt mal machen und dann zeige ich das gleich mal, wie das aussieht, wenn die wieder zusammengebaut ist. Die Nieten habe ich jetzt gelöst, die Teile auseinandergebaut und jetzt werde ich ein neues Stahlband nehmen. Das ist dann dieses hier. Ich wickel das mal eben so ein bisschen zusammen. Kann man das ein bisschen besser sehen. So, das ist also dieses hier. Das kann man bei uns erwerben. Auf einer Rolle 1 Meter gibt es da. Und das werde ich jetzt hier praktisch auf die richtige Länge bringen. Dann die Bohrung da wieder reinmachen, wieder zusammennieten und dann ist die Eckumlenkung soweit wieder fertig. Das mache ich jetzt mal und dann können wir uns das gleich nochmal wieder angucken. Ja, hier ist jetzt die Eckumlenkung fertig. Ich habe die Teile wieder eingesetzt, alles vernietet und wie man sehen kann, ist sie funktionsfähig. Teile bewegen sich und wenn ich hier dran ziehe, eben halt auch. Ja, wenn Sie so eine Eckumlenkung haben von Geze und diesmal defekt, dann setzen wir Ihnen da ein neues Federband rein und zur Not kann man auch mal diese Teile hier nachbauen. Das ist also auch möglich. Und ja, wenn Sie sowas haben, schicken Sie uns sowas rüber. Wir machen Ihnen gerne so eine Eckumlenkung wieder fertig.